Das Thema Deutsch, Mathe, Homosexualität, schulische Bildungsarbeit zu sexueller Vielfalt ist ja derzeit wirklich überall zu hören. Es ist in aller Munde und führt in einigen Bundesländern zu teilweise erbitterten, auch bizarren Auseinandersetzungen, wie ich finde, die ein wenig an vergangene Zeiten von Kulturkämpfen erinnern. Ich will gar nicht so viel über Baden-Württemberg jetzt reden. Ich glaube, das lohnt die Debatte nicht. Ich glaube, wir haben es auch mit einer sehr, sehr exponierten Gruppe von Leuten, auch von wirren Leuten teilweise zu tun, die es aber geschafft haben, erhebliche mediale Präsenz zu gewinnen. Ich konnte letzte Woche am Rande der Kultusministerkonferenz lange mit dem Kollegen Andreas Stoch, dem baden-württembergischen Bildungsminister, darüber sprechen. Ich habe auch den Eindruck, die kriegen das da jetzt auch in eine muntere Diskussion, auch in eine produktive Diskussion umgemünzt. Und von dieser Stelle aus alles Gute nach Baden-Württemberg, dass das dort gelingt. Ich glaube, dass es wichtig ist, diese Diskussionen zu führen und dass wir offen darüber reden. Insofern sollten wir jetzt auch in der baden-württembergischen Diskussion versuchen, das Beste draus zu machen und zu einer Versachlichung der Debatte zu kommen. Früher hat man den Sexualkundeunterricht an unseren Schulen auch Aufklärungsunterricht genannt. Ich finde, anhand dieser Diskussion ist Aufklärung auch wirklich notwendig und die sollten wir dann auch betreiben. Ich bin natürlich sehr froh, dass es uns im Saarland gelungen ist, einen anderen Weg zu finden, die Diskussion über die Anpassung der Sexualkunderichtlinien weitgehend eben auf dieser sachlichen Ebene zu führen. Und das hat, glaube ich, viele Gründe. Vor allem ist es aber auch das Verdienst derjenigen Organisationen, die im Verlauf des Jahres 2011 auf meinen Amtsvorgänger, auf Klaus Kessler, zugegangen sind und die Initiative zur Neufassung dieser Richtlinien übernommen hatten. Deswegen erstmal ein großes Dankeschön an die, aber auch ein großes Dankeschön an Klaus Kessler, dass er das gemacht hat und dass die Vorgängerregierung damit begonnen hat. Ich denke, dass das war ein richtiger Schritt und es ist gut, dass wir diesen Schritt auch ordentlich und vernünftig weitergegangen sind. Ich will die nochmal erwähnen, das waren der Lesben- und Schwulenverband Saar, das war die AIDS-Hilfe Saar, die Arbeiterwohlfahrt, das Diakonische Werk und Pro Familia. Damit war niemand ausgeschlossen aus der Diskussion. An der Ausarbeitung selbst waren darüber hinaus nämlich dann Donum Vitae, das Gesundheitsministerium und das Landesinstitut für Pädagogik und Medien beteiligt. Wir haben auch ja dafür gesorgt, dass im Rahmen einer entsprechenden Anhörung auch nochmal von Regierungsseite alle anderen gesellschaftlichen Organisationen die Möglichkeit hatten, dazu Stellung zu nehmen. Von Beginn an war dieser Prozess also als fachlicher Prozess mit Unterstützung der fachlichen und didaktischen Seite geplant gewesen, allerdings eben auch unter Einbeziehung der zivilgesellschaftlichen Organisationen, diejenigen, die mit dem Thema unmittelbar auch zu tun haben. Und ich denke, das ist ein Teil des Erfolges, den wir einfach hatten, weshalb wir eine sehr vernünftige Diskussion hatten. Seit Beginn des Schuljahres sind die Richtlinien jetzt in Kraft. Sie tragen damit sowohl der Weiterentwicklung der pädagogischen Praxis wie auch veränderten gesellschaftlichen Rahmenbedingungen Rechnung. Dazu zählen die Veränderung des Rollenverständnisses von Frauen und Männern und ein zeitgemäßes Verständnis von Partnerschaft und Familie. Ich will nur darauf hinweisen, wir haben eine sehr breite Anlage dieser Richtlinie. Es wird sehr oft auf einzelne Themenfelder konzentriert und auch so ein bisschen hochgepusht. Themen, die halt vielleicht früher tabuisiert waren. Aber ich glaube genau, dass Tabus uns sowieso in der Schule nicht weiterführen. Und deswegen ist es richtig, dass wir diesen Weg gehen. Nachdem die Arbeitsgruppe dann mir den Entwurf der Richtlinie vorgelegt hatte, war es mir persönlich auch sehr, sehr wichtig, dass sich die gesamte Landespolitik hinter diese Richtlinien stellt. Und deswegen habe ich darauf bestanden, sie dem Ministerrat auch vorzulegen und dafür gesorgt, dass er auch zugestimmt, dass der Ministerrat dem auch zugestimmt hat, weil ich auch da finde, es muss ein deutliches Bekenntnis aller dazu geben und es kann nicht so sein, dass man das irgendwie im Hintertürchen macht. Ich hätte das gar nicht tun müssen, die Richtlinien hätte ich auch selbst erlassen können, ohne den Ministerrat zu befassen, aber gerade auch die Fraktionen dann noch darüber zu informieren und den gesamten saarländischen Landtag dazu zu bringen, sich dahinter zu stellen, quasi darüber, halte ich für einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Zu den wichtigen Zielen gehört nämlich die Enttabuisierung von Themen, von Sexualität, von behinderten Menschen beispielsweise,
die Darstellung von Heterobi, Homotrans und Intersexualität als gleichwertige Ausdrucksform des menschlichen Empfindens und der sexuellen Identität. Die Richtlinien werden dafür sorgen, dass in alters- und entwicklungsangemessener Weise Sexualerziehung stattfinden kann. Das wird ganz oft in der Debatte völlig anders dargestellt. Ich weiß nicht, was manche Leute da für Vorstellungen im Kopf haben, wie das dann in unseren Schulen abgeht. Natürlich müssen wir auf die Lebenswelten der Schülerinnen und Schüler auch sehr individuell eingehen. Es ist was anderes, ob man gerade hier frisch aus, ich sag mal, um mal was zu nennen, was oft da nicht genannt wird. Es geht nicht immer gleich um Menschen, die aus islamischen Ländern kommen. Auch wenn aus orthodoxen Ländern Menschen hierher kommen, muss selbstverständlich in unseren Schulen darauf Rücksicht genommen werden. Wir müssen doch darauf achten, dass die jungen Menschen, die mit den Themen konfrontiert werden, dort abgeholt werden, wo sie heute stehen und nicht einfach irgendwie vor den Kopf gestoßen werden. Aber genau dazu geben diese Richtlinien auch die Möglichkeiten. Aber wir haben natürlich auch als Gesellschaft die Pflicht, die Menschen, die hierher kommen, in diese Gesellschaft auch mit den Dingen, die in dieser Gesellschaft das Normale, na, das Normale ist ein Quatsch, streichen wir jetzt gerade mal, die in dieser Gesellschaft eben Ausdruck finden, dass diese jungen Menschen damit eben auch konfrontiert werden, auch in der Schule konfrontiert werden, denn es ist natürlich viel schlimmer, wenn sie plötzlich draußen irgendwo mit Dingen konfrontiert werden, die sie nicht verstehen, die sie nicht erlebt haben, die sie nicht kennen. Und deswegen ist das auch wichtig, dass wir in den Schulen damit beginnen. Die Richtlinien sind also in Kraft. Jetzt gilt es allerdings auch natürlich noch, sie in den schulischen Alltag zu integrieren, sie mit Leben zu erfüllen und den kooperativen Geist, der auch im Vorfeld bei der Erstellung der Richtlinien entstanden ist, wachzuhalten. Ich freue mich deshalb sehr und habe das sehr gerne getan, dem LSVD heute unsere Räume in diesem altehrwürdigen Pingüisson-Bau, also der früheren französischen Botschaft zur Verfügung zu stellen. Und Sie hier zum Vortrag, Sie alle hier zum Vortrag von Professor Timmermans begrüßen zu dürfen. Ich finde, das ist auch ein wunderschöner Rahmen. Es wird eine der letzten Veranstaltungen sein, die ich hier durchführen kann, weil wir in 3 Wochen umziehen. Ich komme gerade von drüben, von der alten Hauptpost. Das sind auch tolle Räume, aber ein bisschen Wehmut kommt jetzt bei jeder Veranstaltung mit, weil sich schon zeigt, wie großartig das Ganze hier ist und wie erhaltenswert das Ganze ist. Also ich will heute Abend auch nochmal diese Gelegenheit nutzen, dafür zu werben, und ich finde, das ist auch ein angemessener Rahmen für diese Veranstaltung. Wenn ich davon spreche, dass die Richtlinien nun mit Leben erfüllt und in den schulischen Alltag integriert werden sollen, dann ist das natürlich auch und zuvörderst die Aufgabe des Ministeriums für Bildung und Kultur. Wir werden das allerdings nicht alleine schaffen. Wir haben aber auch unsere Vorkehrungen getroffen. Wir haben ein umfangreiches Fortbildungsangebot für unsere Lehrkräfte entwickelt und Materialien und Unterrichtsangebote zur Verfügung gestellt. Völlig klar ist aber auch, ein Ministerium kann das nicht alleine. Deshalb will ich dem LSVD ganz herzlich danken, dass er nicht nur maßgeblich an den Richtlinien mitgewirkt hat, sondern sich jetzt auch mit ehrenamtlich tätigen Teams mit dem Schulaufklärungsprojekt Checkpoint Schule den Lehrkräften und vor allem den Schülerinnen und Schülern zur Verfügung stellt. Ein ganz besonderes Dankeschön aber auch gerade den Lehrerinnen und Lehrern. Ich sage das auf jeder Veranstaltung und auch auf dieser Veranstaltung. Das heute schon wieder so gesagt, vor kurzem kam, ich glaube, es war auch hier in dem Raum, ein Lehrer, ein junger Lehrer auf mich zu und hat mit einer Anwandlung, mit einer Anspielung auf das Tierreich, also es ist nicht mein Zitat, es kam von einem jungen Lehrer, gesagt, das öffentliche Bild des Lehrers hat sich entwickelt vom faulen Hund zum armen Schwein. Ich mache mir das ausdrücklich nicht zu eigen. Frau Brausch, Sie verstehen das schon. Was aber wahr ist, und ich glaube, da sind wir uns einig, wir muten unseren Lehrerinnen eine ganze Menge zu. Das ist so. Und deswegen ein herzliches Dankeschön auch den Lehrerinnen und Lehrern, die sich veränderten gesellschaftlichen Rahmenbedingungen stellen, jeden Tag in der Schule. Sie sind diejenigen, die Lehrerinnen und Lehrer sind diejenigen, die damit die tägliche Auseinandersetzung wagen. Und ich muss sagen, was ich an Rückmeldungen aus dem Bereich der Lehrkräfte höre zu diesen Richtlinien, ist durchweg positiv. Die haben das produktiv aufgegriffen, die sperren sich nicht dagegen, ganz und gar nicht, sondern die nehmen das als große Chance wahr.
Selbstverständlich geht es dabei auch darum, Heranwachsende, dafür brauchen wir alle, diejenigen, die Erfahrung haben und die Lehrkräfte selbst. Selbstverständlich geht es dabei auch darum, unseren Schülerinnen und Schülern Kompetenz und Orientierung zu vermitteln, gerade in den Bereichen des sexuellen Empfindens. Es geht gerade nicht, ausdrücklich nicht, deswegen haben wir die Richtlinien gemacht, um Indoktrination. Das Gegenteil ist der Fall. Wir müssen von Indoktrination wegkommen. Wir müssen sie zu selbstbewussten, zu selbstständigen Menschen machen. Dazu gehört aber natürlich ein authentisches, personales Angebot und die Begleitung in einer schwierigen Phase, in vielen schwierigen Phasen, aber in einer schwierigen Phase vor allem der Identitätsfindung in Bezug auf die eigene Sexualität zu begleiten. Vor allem geht es aber darum, die Jugendlichen nicht als Objekt, sondern als Subjekt ihres eigenen Handelns zu stärken. Dass der LSVD und all diejenigen, die heute Abend hier sind, bei der Bewältigung dieser Aufgabe mitwirken, verdient unseren Respekt, unsere Anerkennung und unseren herzlichen Dank. Ich wünsche Ihnen jetzt einen sehr interessanten, spannenden Vortrag, viele gute Erkenntnisse für die weitere Arbeit und im weiteren Verlauf noch einen schönen Abend. Herzlichen Dank und viel Erfolg bei dem, was vor uns liegt. Dankeschön. Thank you.